Dass Physik und Mathematik zusammengehören, wissen sogar interessierte Laien. Dass aber unsere Bundeskanzlerin auf beiden Gebieten Experte ist, das wissen nicht viele. Andererseits haben wir ja das Glück, dass unsere Kanzlerin ein Hans Dampf in allen Gassen ist. Sie kann Gesundheit und Integration genauso gut wie Herzenswärme und Mitmenschlichkeit. Darum soll es aber heute nicht gehen. Wir beleuchten heute einmal ihre Fähigkeit, sich für uns aufzuopfern und eben jene Fähigkeit, von denen anfangs die Rede war. Mathe und Physik. Obwohl, Physik können wir auch weglassen, da hat sie immerhin einen Doktortitel. Sicher hätte sie auch den Professor verdient. Also kommen wir zur Mathematik, nicht ohne die Opferbereitschaft aus den Augen zu verlieren. Wir schauen nach Brüssel. Dort treffen sich gerade die Regierungschefs der EU, um die vielen Milliarden der Euro-Corona-Hilfen für die Länder auszuhandeln. Zähes Ringen, dass unser Frontfrau alles abverlangt. Der eine oder andere treue Staatsbürger hat sicher Mitleid. So viel Arbeit, so wenig Lohn. Und man muss es zugeben, Angela Merkel hat für uns 22 Milliarden herausgeholt. Hut ab, Frau Kanzlerin, wahrlich eine Meisterleistung. Ach ja, Angela, stimmt es, dass wir sage und schreibe 52 Milliarden in diesen Topf eingezahlt haben? Naja, wen interessiert das schon? Schönen Dank fürs Zuhören, bitte einen Daumen hoch, verbreiten und abonnieren. Freunde, bleibt stark, bis zum nächsten Mal. Tschüss.